Liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der VfL-TV-News vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison beim SVW in Wiesbaden. Wir sind wieder hier in Holzhausen bei VfL-Partner Möbel Dransmann, heute mit einem neuen Backdrop, was wir in dieser Saison noch nicht hatten, in Dransmanns Küchenwelt. Unseren Gast werden wir natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen auf den Zahn fühlen, was seine Kochkünste und seine Qualitäten in der Küche angeht. Aber bevor wir gleich zum Gast kommen, der an dieser Stelle noch nicht verraten werden soll, wollen wir einmal schauen auf das Hinspiel gegen den SVW in Wiesbaden. Und zwar der 18. Spieltag an der Bremer Brücke und der VfL siegte mit 2:1 gegen die Hessen. Die Tore fielen in der ersten Hälfte und das 2:1 war übrigens ein absolutes Traumtor eines VfLers. Und wer es geschossen hat, wie gesagt, das seht ihr gleich. Und zum Gast kommen wir eben auch gleich. Alles Weitere in weiteren Teil der Sendung. Jetzt eben erster Spielbericht für euch. VfL Osnabrück gegen SVW in Wiesbaden. Film ab. Eine Minute rum. Wie in Neongelb. Andrist wird da auf die Reise geschickt. In der Mitte ist Schmidt. Und plötzlich ist der Ball im Tor. Perfekter Start für die Gäste durch Manuel Schäffler. Danach fangen sich die Osnabrücker so ein bisschen. Eckball, Blacher, Haider, Ausgleich. 36. Minute, Haiders vierter Treffer im vierten Spiel in Folge. Allerdings mit Brummschädel, weil er dann noch mit Darms am Ende zusammenrasselt. Zurückbleibt eine dicke Beule, aber beide können weiterspielen. Kurz vor der Pause, Alvarez, Freistoß, 30 Meter. Der kann das, das hat er schon gezeigt. Und er zeigt es wieder. Führung für den VfL. Marcos Zauberfuß Alvarez, Saisontor Nummer 9. So, und nach dem Spielbericht 2:1 gegen Wien Wiesbaden, wisst ihr auch, wer das 2:1 geschossen hat. Und der ist praktischerweise unser Gast heute. Moin, Marcos Alvarez. Grüß dich mal, lieber. Erstmal schön, dass du dabei bist heute. Wie sieht's eigentlich aus? Wird's so langsam ruhiger bei euch? Meister ist geschafft, Aufstieg ist geschafft. Wie ist die Stimmung gerade? Ja, die Stimmung ist gut. Und dementsprechend lassen wir es aber nicht ruhiger angehen, sondern der Trainer ist immer noch so, dass er halt, wie er immer sagt, maximal bleiben möchte. Hat jetzt letzte Woche nicht ganz so gut geklappt gegen Rostock. Und dementsprechend sind wir jetzt heiß auf Wien Wiesbaden und wollen natürlich dort wieder unseren Zuschauern, die mitreisen, halt eben zeigen, dass wir die Saison nicht einfach nur austrudeln lassen, sondern weiterhin Gas geben werden. Wenn du sagst, Trainer ist heiß, ihr doch wahrscheinlich auch noch, oder nicht? Ich meine, als Leistungssportler, man geht doch auf den Platz, um zu gewinnen. Also austrudeln lassen von der Saison würde ja wahrscheinlich auch bei euch gar nicht oder euch auch gar nicht in den Sinn kommen. Nein, also dafür haben wir alle mal angefangen mit dem Sport, eben den wir lieben, um halt eben auch das Spiel zu gewinnen. Und das ist bis heute so geblieben. Und deshalb, wie gesagt, auch wir sind heiß, Trainer ist heiß. Ich glaube, alle sind weiterhin heiß und wir geben alles. Wie fühlst du dich jetzt eigentlich? Dein Vertrag hat sich ja zur nächsten Saison nochmal verlängert. Das heißt, du hast auf jeden Fall die Sicherheit, im nächsten Jahr mit dem VfL zweite Liga zu spielen, in der zweiten Liga anzugreifen. Wie fühlt sich das an für Publikumsliebling und jetzt mittlerweile auch echt eingebürgerten Osnabrücker Marcos Alvarez? Ja, es war schon ein Gänsehautmoment in dem Moment, als der Schiedsrichter dann abgepfiffen hat, das Spiel gegen Aalen, und du halt dann wirklich wusstest, okay, die anderen haben für uns gespielt. Dann ist so was in dir ausgebrochen, glaube ich, was du gar nicht beschreiben kannst, weil es mein viertes Jahr jetzt, das hier zu Ende geht. Und heutzutage im Profifußball, gerade in den unteren Ligen, sage ich jetzt mal, wie in der dritten Liga, da ist es schon so, dass viele Wechsel stattfinden und dass immer wieder Spieler weggehen und wiederkommen. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht, dann nach Abpfiff eben das Ziel, das wir uns vor der Saison gesteckt haben, auch wirklich erreicht zu haben. Und aktuell kann man das aber trotz allem, glaube ich, noch gar nicht so wahrhaben, weil halt eben immer noch Spiele anstehen und die Saison noch gar nicht rum ist. Ich glaube, das wird man erstmal so wirklich realisieren, wenn man so im Urlaub ist, wenn man die Füße dann hoch hat, wenn man am Strand vielleicht liegt und dann erstmal alles hat verarbeiten können, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich glaube, erst dann realisiert man so wirklich, was wir da eigentlich geleistet haben, was uns niemand zugetraut hat, wie das alles zustande gekommen ist. Also wenn man das dann so ganz entspannt Revue passieren lässt, ich glaube, dann merkt man erstmal, was wir da Geiles auf die Beine gestellt haben. Das kannst du laut sagen. Wir kennen uns lange, wir kennen uns gut. Wenn du sagst, Ziele, die ihr euch vor der Saison gesteckt habt, ich weiß, wie das ja anfangs der Saison gelaufen ist. Also Trainer hat definitiv auch ein Ziel vorgegeben mit einer Maximalpunktzahl, an der man sich orientieren möchte. Und Trainer hat von Anfang an gesagt,
er möchte Meister werden und er möchte aufsteigen. Und ich weiß auch, dass du diese Aussage am Anfang, sagen wir mal, eher belächelt hast. Wann hast du für dich gemerkt in dieser Saison, verdammt nochmal, der Trainer lag gar nicht so falsch, mit dieser Truppe kann echt was gehen? Ja gut, dass diese Truppe was Besonderes hat, das hat man, glaube ich, schon ganz am Anfang gemerkt. Also ich glaube nicht, dass man mit so vielen erwachsenen Männern, egal jetzt im Leistungssport oder irgendwo anders, einfach mal im Wald fährt, die Handys zu Hause lässt, der eine den anderen einen Berg hochschieben muss beim Fahrradfahren, weil der eine oder andere... Er hat dich hochgeschoben? Das ist egal. Nein, ich habe hochgeschoben natürlich. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube einfach, dass da man schon gemerkt hat, was da für eine verrückte und stabile Truppe auch zusammengekommen ist. Und dann ja natürlich nach den ersten 5, 6 Spielen immer wieder zurückgekommen, den Lucky Punch gesetzt am Ende. Da hat man schon dann gemerkt, okay, es läuft gut an. Und wenn du dann in so einen Flow reinkommst, das ist ja wie als Stürmer, wenn du erstmal triffst, dann kommt es von alleine. Und so war das dann, glaube ich, auch die ganze Saison über, dass wir gesagt haben, so ey, wir haben wieder gewonnen. Ja, wir gehen mit einem Selbstverständnis in jedes Spiel rein, dass wir einfach gewinnen werden. Die 3 Punkte entweder mit nach Hause bringen oder sie zu Hause behalten. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen ausgemacht, dass wir gar nicht irgendwie gezweifelt haben daran, dass wir hier irgendwie diese Maximalvorgaben vom Trainer umsetzen könnten, sondern wir haben es einfach versucht und gemacht im Endeffekt. Und ich glaube, dann spätestens nach Spieltag 20, 22, 23, also wenn es dann schon wieder in die zweite Hälfte ging, da hast du gemerkt, das hat nichts mehr mit Glück zu tun, weil viele uns ja gesagt hatten, ja, die haben viel Glück und die werden noch einbrechen und so. Und wir haben es geschafft, stabil aus der Winterpause zurückzukommen. Und spätestens da war allen klar, wenn wir weiter diese Konstanz halten, dann brennt hier nichts mehr an. Und so ist es dann auch gewesen. Ich glaube, ich spreche im Namen aller VfL-Fans, wenn ich sage, ich bin also persönlich auch wirklich absolut stolz auf euch, wenn man gesehen hat, was ihr für eine Entwicklung als Mannschaft in dieser Saison genommen habt. Einfach Wahnsinn, also nochmal Chapeau für Aufstieg und Meisterschaft, aber da kannst du dich halt nicht lange drauf ausruhen. So ist es im Leistungssport, du hast den einen Erfolg erkämpft und die nächste Aufgabe liegt schon wieder vor der Tür sozusagen. Wie gesagt, zweite Liga ist nochmal... ja, ein Stück weit ein anderes Spiel, ein anderes Niveau. Grundsätzlich, was glaubst du, worauf wir jetzt besonders ankommen, um in der zweiten Liga bestehen zu können? Also als Mannschaft zusammenstehen könnt ihr schon, im defensiven Verbund gut stehen könnt ihr auch schon. Ist es jetzt das Fußballerische, wo nochmal drauf gesattelt werden muss für die zweite Liga? Worauf kommt es an? Nein, ich denke, man sieht es ja in den letzten Jahren immer, der Aufsteiger von der oder einer der Aufsteiger von der dritten Liga hat immer irgendwie oben mitgespielt. Dementsprechend würde ich sagen, dass auch in der zweiten Liga der Teamgeist im Vordergrund steht, dass du da auch jetzt als VfL Osnabrück wahrscheinlich nicht die 11 besten Individualisten jedes Wochenende auf den Platz schicken wirst, das ist, glaube ich, auch klar. Dementsprechend müssen wir halt einfach damit weitermachen, wie wir diese Saison angefangen haben und wie wir diese Saison durchgezogen haben. Und ja, dann sehe ich auch für den VfL Osnabrück in der zweiten Liga nächstes Jahr sehr gute Chancen, zumindest nicht gleich wieder runterzugehen. Und das wird unser Ziel sein. Und alles, was daraus entstehen kann, haben wir diese Saison gesehen. Und ich hoffe natürlich, dass es dann nächste Saison genauso weitergeht. Das wollen wir auch. Es gibt ja auch wirklich gute Beispiele von Drittligisten, die sich etabliert haben. Nehmen wir mal Heidenheim, nehmen wir zum Beispiel Regensburg, nehmen wir Darmstadt, die sich ja auch wirklich gut etabliert haben, teilweise sogar noch nach höheren Aufgaben geschielt haben. Also wir sind auf jeden Fall extrem gespannt auf das, was da kommt. Tugenden. Brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr nachfragen. Die Frage kann ich so ein bisschen streichen, auf welche Tugenden es ankommt. Das hast du eigentlich gerade beantwortet. Zurück zur Aktualität. Samstag, Wien-Wiesbaden auswärts. Und ja, da möchte ich in Hessen eigentlich niemandem auf die Füße treten. Normalerweise ist es in der Brita Arena eher trist, wenn wir hinfahren. Am Samstag wird es anders. Es gibt einen riesen Sonderzug in der Sonderzugaktion der Ultras. Und außerdem ganz, ganz viele Fanbusse und 9-Sitzer, die nach Wiesbaden fahren. Das heißt, das könnte nochmal ein vorletztes kleines Heimspiel werden in Hessen. Freust du dich drauf? Ja, ich denke, Hessen ist klar meine Heimat. Ja. Meine Familie wird natürlich auch zahlreich erscheinen. Und ich glaube, das hat aber nichts mit Hessen zu tun, dass es jetzt eine Heimspielatmosphäre wird, sondern glaube ich einfach an dem, ja, an der Arena selbst. Wenn wir ein paar Kilometer weitergehen nach Frankfurt, da wäre es bestimmt kein Heimspiel. Aber wir spielen jetzt dort und ich weiß, dass wieder einige Fans kommen werden, was die ganze Saison ja uns schon begleitet hat und worauf wir mega stolz sind. Weil ob das jetzt München war, ob das in Duisburg war, egal wo die Mannschaft oder wo die Fans hingekommen sind, wir als Mannschaft nehmen das schon auf und nehmen das auch wahr. Und es ist einfach immer wieder Gänsehaut, wenn man merkt, dass man im gegnerischen Stadion lauter unterstützt wird als die Heimmannschaft. Und ich glaube, dass es diesmal in Wiesbaden genauso sein wird, dass unsere Jungs wieder mehr Radau machen als der Gegner. Und das pusht einen unheimlich.
Ich nehme mir selber auch nochmal ein Spiel raus, was ich auch nochmal erwähnen möchte. Betzenberg, 1. FC Kaiserslautern. Das war unfassbar, was die Fanszene an dem Tag auf die Ränge gezaubert hat. Also in dem Moment, als ihr den Rasen betreten habt zum Aufwärmen, da hat man gedacht, also was ist hier los? Was steht hier für eine unfassbare Wand hinter uns? Und das in diesem Riesenstadion vor der Kaiserslauterner Fanszene, die ja dann auch bekannt ist, laut zu sein und das Spiel zu steigern. Also es war absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, das Hinspiel gegen wen? Ich hatte es vorhin eingangs schon mal gesagt. Wir hatten den Spielbericht eben schon kurz geschaut. War eine ganz harte Nuss. Scheffler bringt die Hessen eben in Führung, aber Heidi gleicht aus und du stellst mit direktem Freistoß daneben Scharfschütze Alvarez das Spiel auf den Kopf und wir kommen auf die Siegerstraße zurück. Glaubst du, Samstag wieder so ein ähnlich irres Ding, weil Wien kämpft ja auch noch um einiges. Ja, also Wien Wiesbaden ist auf jeden Fall ja noch in der Verlosung oben mit drinne. Genau. Dementsprechend werden sie richtig Gas geben. Wir werden dagegen halten. Das ist auch meist eine unangenehme Truppe, ne? Ja, genau. Haben ein paar erfahrene Spieler dabei, ein paar junge Hungrige. Also die haben eine Mischung aus diesem gestandenen und jungen Hungrigen sehr gut gefunden, glaube ich, so wie wir halt eben auch. Und dass sie Fußball spielen können und dass sie die meisten Tore, glaube ich, in der Liga geschossen haben, wissen wir auch. Aber wir wissen auch, dass wir die beste Defensive der Liga haben. Und es wird ein heißer Tanz da in Wiesbaden, definitiv. Und natürlich wollen wir dann vom Sieger vom Platz gehen. Leute, das war der erste Teil des Interviews mit Marcos Alvarez. Wir schauen jetzt nochmal auf die aktuelle Spieltagspressekonferenz, eben vor dem Auswärtsspiel gegen den SVW in Wiesbaden mit VfL-Cheftrainer und David Blacher. Hier kommen die wichtigsten Aussagen aus der PK. Ja, das, was ich gerade über Rostock gesagt habe, scheint ja so ein bisschen auch für die Wiesbadener zu gelten. Also Stadionumbau jetzt, also mehr so Idee, wir wollen in die zweite Liga, deswegen rüsten sie da ein bisschen um und das natürlich auch mit der Kaderzusammenstellung vor der Saison und sicherlich auch mit diesem dritten Platz, den sie erstmal behalten wollen und im besten Fall natürlich nochmal ranrücken wollen an den Karlsruher SC. Und da wird es so sein, dass wir am Samstag dann auch vielleicht mit unserem letzten Aufgebot, was wir noch haben, anreisen müssen, aber nichtsdestotrotz wer die Mannschaft ja auch gesehen hat, unsere Mannschaft, gerade die Niederlage gegen Rostock, die Jungs waren total unzufrieden, auch unzufrieden, dass sie dann nicht Statistiken bedienen durften und dann hier keine Serie aus den 60er Jahren gebrochen hat. Das tut ihr natürlich dann auch leid und jetzt will sie natürlich ihre Serie dann auch weiter ausbauen, indem sie auswärts halt es belässt bei dieser einen Niederlage, die wir in Karlsruhe hatten und da kommt schon ordentlich was auf uns zu. Die Qualität, die Wiesbaden besitzt, gerade in der Offensive, spricht für sich. Meisten Tore geschossen mit Stürmern auf dem Platz, die wissen, wo der Rahmen steht. Und da müssen wir halt wieder so sein, wie wir über ein Jahr hier auch funktioniert haben, dass wir die Intensität hochfahren, den Gegner fern vom Tor halten, ja, und dann unsere Momente auch suchen. Und das ist jetzt noch so, dass wir sicherlich noch einiges vorhaben, am Samstag auch nicht nur da irgendwo als Gast zu sein und entsprechend sie zu unterstützen, dass sie diesen zweiten oder dritten Platz sichern, sondern dass wir vielleicht noch ein bisschen Spannung in die Verlosung um die Plätze 2 und 3 bringen. Ja, ein Spiel gegen Ex-Club ist durchaus mal etwas Besonderes und ich freue mich auch wieder drauf, um mal ein paar Leute da wiederzusehen und da in dem Stadion nochmal zu spielen, aber es ist auch, es ist ein Teil meiner Vergangenheit, auf den ich zum großen Teil auch gerne zurückblicke, aber ich bin, glaube ich, oder ich glaube, das wird mir jeder glauben, ganz froh, dass es im Sommer so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ich hier gelandet bin. Und daher wird es dann am Ende klar, um 3 Punkte gehen. Für Wiesbaden fühlen die 3 Punkte sich, glaube ich, ein bisschen anders an, aber wir werden natürlich alles dafür tun, dass wir die mit nach Hause nehmen können. Aber jetzt sitzen wir hier schon in Dransmanns Küchenwelt. Da muss natürlich die Frage gestellt werden, italienische und spanische Wurzeln. Was macht ein Marcos Alvarez in der Küche? Der Frau mal über die Schulter gucken und schauen, was sie da so zaubert, wenn sie am Herd steht. Und viel mache ich wirklich nicht in der Küche. Vielleicht mal die Spülmaschine ein- oder ausräumen. Aber ich will weder meiner Frau noch den Kindern zumuten, dass sie mein gekochtes essen müssen. Talentfrei. Ja, was heißt talentfrei jetzt nicht, aber zu Hause hat Mami gekocht oder auch mal Papa. Also Papa kann auch gut kochen, aber jetzt seit 2 Jahren verwöhnt von der Dame. Also dementsprechend kann ich da einfach mich nicht einmischen oder irgendjemandem was zumuten, was von mir zu essen. Trotzdem, du hast im letzten Sommer deine Ernährung ein bisschen umgestellt. Kommt viel Salat, Fisch, sowas jetzt gerade auf den Teller? Ja klar, also wenig Kohlenhydrate, viel Fleisch, Fisch, Salate, Gemüse.
Ich muss wirklich sagen, ich bin kein Fan von Gemüse oder Salaten, ganz ehrlich. Aber es gehört halt dazu, gerade in unserem Leistungssport, gerade nach der Ansage, die ich im Sommer vom Trainer bekommen habe, ist das einfach so. Und ja, muss man durch. Alles klar, dann haben wir das Thema auch geklärt. Markus, ich sage vielen Dank fürs Vorbeikommen hier bei den VfL TV News. Bevor wir rausgehen aus der Sendung, wir drehen uns noch einmal zur Kamera, bevor wir rausgehen aus der Sendung natürlich noch kurz das Merchandise der Woche. Alba hat den Klassiker an den VfL Brückentags-Hoodie, den es natürlich nach wie vor im VfL-Fanshop und im Onlineshop zu kaufen gibt. Und das neue VfL Osnabrück Lifestyle-Shirt für 19,99 €, ebenfalls in den Fanshops und im Onlineshop erhältlich. Ich denke, damit macht ihr auch im Alltag auf jeden Fall eine gute Figur. Mein Lieber, wie gesagt, danke fürs Vorbeikommen. Für euch alle noch eine gute Restwoche und ich hoffe, wir sehen uns alle möglichst zahlreich am Samstag in Hessen beim SVW in Wiesbaden zum letzten Auswärtsspiel der Saison. Bis dahin, mach's gut, ciao.